Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kick hier. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Nur noch der Kick. Abschluss! Der Ball prallt vom Pfosten ab. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Balotelli versucht die Gasse zu finden. Flamengo Rio de Janeiro ist direkt wieder im Ballbesitz. Mann, hat der eine Ausdauer. Er hat ihn einfach stehen lassen. In Schussposition. Ab auf die Außen. Er bringt ihn flach rein. Und der Pass nach hinten. Er bringt ihn. Na bitte, Tor! Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Flamengo Rio de Janeiro geht mit diesem Treffer in Führung. So jagt man heute den Ball. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. So, ich denke, das ist meine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Gut aufgepasst, das war notwendig. Versucht den Pass da durch die Gasse und weg ist er. Den hat er ganz genau geschnuppert. Sie wissen ganz genau, wir brauchen den Ausgleich, aber wir brauchen ihn nicht sofort. Zunächst mal zählt Safety First in der Defensive. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen als bis zur Mitte des Spielfelds. Er zieht in Richtung Tor. Schlauer Pass. Den muss er machen und er zieht ab. Gut gehalten vom Torhüter. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Clever gespielt. Dante haut ihn weg. Da tankt er sich durch. Sucht seinen Mitspieler. Super Tackling im 16er. Sucht die Lücke. Da wird Abseits angezeigt. Das haben sie riskant gespielt, aber es ist gut gegangen. Er stand tatsächlich soeben im Abseits. Das mögen die Verteidiger überhaupt nicht, wenn ein gegnerischer Stürmer sie hinterläuft. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. In der eigenen Hälfte zurückerobert. Versucht die Gasse zu finden. Er zieht in Richtung Tor. Einfach mal weggedroschen. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Hier ist Balotelli. Raus auf die Seite. Und der Konter läuft. Er hat ihn einfach stehen lassen. Probiert's. Gute Aktion des Torwarts. Die hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit.
da steigt. Der ist drin. So einstudiert, so umgesetzt. Ein perfekter Treffer. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Der kommt weit nach vorn. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er schlägt ihn in die Mitte. Gefahr vorerst gebannt. Jetzt der Schuss. Haben sie einen Treffer geschnuppert. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Balotelli sucht seinen Mitspieler. Er hält drauf. Ein ordentlicher Schuss. Und das war's mit der ersten Hälfte. Was waren das für hektische Schlusssekunden? Beinahe hätten sie das Spiel gedreht. Wie sich die Mannschaft hier präsentiert, ist mehr als überzeugend. Sie sind läuferisch stark, sie fighten und zeigen herrlichen Kombinationsfußball. Zum großen Glück allerdings fehlt nur noch das Siegtor. Ein Tor auf jeder Seite, es steht immer noch unentschieden. Die zweiten 45 Minuten laufen. Sucht die Lücke. Und weg ist er. Und der kommt durch. Das ist die Möglichkeit. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Sucht seinen Mitspieler. Dante. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Flamengo Rio de Janeiro tut sie zurzeit schwer damit. Gefährlich! Ab auf die Flanke. Er bringt ihn in die Mitte. Die Flanke ist keine Gefahr. Versucht die Gasse zu finden. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Soeben gerade noch dazwischen gefunden. Sucht die Lücke. Ja, guter Ball. Jetzt, der ist drin. Das ist Tiki-Taka in Reinform. Das ist ein Tor, wie man es schöner nicht herausspielen kann. Genau darauf haben wir gewartet. Richtig stark gemacht von Ruge Senis. Immer mutig nach vorn. Das ist die richtige Devise. Das sehe ich ganz genauso. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Er probiert es mal mit dem Heber. Flamengo Rio de Janeiro ist direkt wieder im Ballbesitz. Der kommt tatsächlich durch. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
versucht den Pass da durch die Gasse. Und der Keeper holt sich den Ball. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Da kann er sich lösen. Physisch enorm präsent. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Er wollte noch raus aus dem Abseits, aber das Timing stimmte nicht. Ja, guter Ball. Sucht die Lücke und die Schuss, er zieht durch. Den Ball weit rausgehauen. Will ihn da durchstecken. Guter Ball in die Gasse. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Versucht die Gasse zu finden. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Sucht seinen Mitspieler. Den hat er. Und er schießt. Und drin ist er! Das müsste es eigentlich gewesen sein. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Also man muss schon sagen, das wird alles einstudiert. Das haben sie im Training mit Sicherheit immer wieder genauso versucht. Er verschafft sich den Freiraum im 16-Meter-Raum. Da ist die Chance. Rein mit der Kugel. So jagt man heute den Ball. Er versucht's. Da ist die Möglichkeit. Erstmal löschen. Und der Pass nach. Einfach mal schießen. Ja, der war richtig. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und Platz. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Natürlich ist das nicht schön, ein Spiel zu verlieren. Und trotzdem, wenn Sie daraus die richtigen Lehren ziehen, dann muss einem vor der Zukunft nicht bange sein. Wie siehst du die Partie, Hansi? Also man kann wirklich nicht sagen, dass das Ganze für die hier heute gut angefangen hat. Und jetzt beim Schlusspfiff, da stehen sie da und haben knapp verloren. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten.